Nach 5 Jahren Abstinenz der HSV endlich wieder im UEFA Cup. Von den Experten kaum für möglich gehalten und deshalb so schön. Der Vater des Erfolges. Ja, da war auch ein Tränchen mit dabei, denn es ist ein Sieg für mich jetzt, für uns, der für mich gleichbedeutend ist wie damals Meisterschaften oder sowas. Das war eine sensationelle Entwicklung jetzt zum Schluss. Ich kann es jetzt noch gar nicht richtig glauben, dass wir tatsächlich in den UEFA Cup reingekommen sind. Möglich wurde das nicht nur durch den letzten Sieg in Frankfurt, sondern auch, weil andere mithalfen. Kleines Dankeschön an Köln, beziehungsweise ein großes, und auch an Stuttgart und an die Truppe heute, die auch auf uns voll gekämpft hat und verdient mit 4:1 gewonnen hat. Zurück in die Zukunft mit Uwe Seeler. Schon zu Beginn der Saison waren sich alle einig. Nur mit uns Uwe als Präsident kann der HSV wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen. Das HSV-Idol immer unterwegs, aber nie in Sachen HSV. Das musste geändert werden. Ganz Hamburg forderte schließlich ran an die Kugel, Uwe. Sich nach oben orientieren, sein Ziel, knallharte Bestandsaufnahme, sein Weg. Wir sind nichts anderes als im Moment ein, darf ich es aussprechen, kann ich ruhig, ne? Ein kleiner Provinzverein. Der Fans und Medien vom Training aussperrte, um von eigenen Fehlern abzulenken. Entscheidender Sympathieverlust für Benno Möhmer. Das ist wohl der Fass, was der sich hier leistet. Das gibt es doch nun wohl in keinem deutschen Sportverein, ist sowas je passiert. Nein, aber wir brauchen Ruhe. Wir müssen in Ruhe trainieren und Sie sehen ja auch, was alleine schon die Person Jordan Letschkow wieder für Theater in den Medien bewirkt. Ausgemustert und zurückgeholt, aber erfolglos. Auch mit Letsche kein Sieg im anschließenden Spiel gegen Hansa Rostock. Der HSV dümpelte sieglos dahin. Am 8. Spieltag schließlich, nach dem mageren 1:1 in Uerdingen, war die Geduld der Fans erschöpft. Was sollen die Arschlöcher endlich abhauen und für Uwe Platz freimachen? Ja, was macht Uwe denn? Schießt er den Tor oder was macht er dann? Der schießt bestimmt nicht den Tor, aber er bringt hier wenigstens mal ordentlich Feuer in die Bude. Hamburger Sportverein, guten Tag. Genau das passierte auch. Uwe ließ sich schließlich überreden, kandidierte als Präsident und Möhlmann ging so langsam aber sicher die Puste aus. Der 5.10.1995, der letzte Arbeitstag des Benno Möhlmann. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns trennen sollten und wir machen das jetzt auch ab jetzt. Sein Nachfolger Felix Magath, der Denker, der Schleifer, der Stratege. Sein Trainereinstand rekordverdächtig, die nächsten 7 Spiele blieb der HSV ungeschlagen. Felix Magath als Spieler ein Zauberer und als Coach? Mit Magie hat das, glaube ich, am wenigsten zu tun. Er hat eine Richtung und wer da nicht mitzieht, hat schlechte Karten. Guter Trainer, sehr hart. Hart, immer härter und hart zu sich selbst und zu allen anderen und ja, manchmal nicht immer angenehm. Aber erfolgreich. So setzte der passionierte Schachspieler Felix Magath zum Beispiel als Kapitän auf Alberts, 20. Minute, das 1:0 für den HSV. 9 Tore schoss Ali, wurde Nationalspieler und bleibt trotz lukrativer Angebote anderer Clubs auch im nächsten Jahr beim HSV. Ein weiterer Glücksfall für die Hamburger, die wundersame Genesung des Carsten Behron. 1 Jahr lang drohte das Karriereende wegen einer Knieverletzung, dann war er wieder da. Carsten Behrons unglaubliche Bilanz. 7 Tore in nur 19 Einsätzen. Wo nur wäre der HSV gelandet, hätte er Behron schon zu einem früheren Zeitpunkt so abgehoben. Der Lange aber freute sich über sein Comeback wie Lumpi. Ja, ich werde Torschützenkönig, weil wir in Frankfurt 3:0 gewinnen und ich 2 Tore mache. Das klappte zwar nicht, Harald Spörl aber war mit 14 Toren erfolgreichster HSV-Schütze. Unter Benno Möhlmann noch mit Füßen getreten, unter Magath zum Top-Leistungsträger avanciert. Und auch Ivan stand plötzlich wieder unter Dampf, das Rezept.
Ich gestatte aber nicht nur Ivan das Rauchen, auch anderen Spielern auch, wenn sie glauben, dass sie dadurch bessere Leistungen bringen, sollen sie es gerne tun. Ich habe auch geraucht in meiner aktiven Zeit. Mit ungewöhnlichen Methoden zurück zum Erfolg. Den UEFA Cup erreicht, zu Hause ungeschlagen und tolle Perspektiven fürs nächste Jahr. Es ist natürlich jetzt für uns leichter, mit einem UEFA-Cup-Platz solche Leute wie Vega anzusprechen oder Fries Hansen, denn die Leute haben internationale Erfahrungen und möchten natürlich auch gern in der nächsten Saison international spielen und damit können wir jetzt also wuchern. Rosige Zeiten also, vor allem für die Fans. Heimstark. Als einzige Mannschaft kassierte der HSV in der gesamten Saison keine Heimniederlage. Allerdings waren die Hamburger auch mit 10 Unentschieden im eigenen Stadion die Remiskönige. So viele Unentschieden hatten die Hamburger ihrem Publikum in der Bundesliga-Geschichte nie zuvor zugemutet. Starkes Mittelfeld. 62% der HSV-Tore wurden von Mittelfeldspielern erzielt. Der höchste Anteil unter allen Bundesliga-Teams. Frühstart. Die Hamburger erzielten 14 Tore in den ersten 15 Spielminuten. So oft traf kein anderes Team in der Anfangsviertelstunde. Großer Kader. Der HSV setzte in dieser Saison 31 verschiedene Spieler ein. So viele wie noch nie ein Verein innerhalb eines Spieljahres. Torjäger. Mit 14 Toren erzielte Harald Spörl so viele Treffer wie in den vorherigen 4 Spielzeiten zusammen. Nach dem Dortmunder Michael Zorc war Spörl der Mittelfeldspieler mit den meisten Toren. Dank 8 Vorlagen war er in der Scorerliste sogar der erfolgreichste Mittelfeldspieler der Liga. Der Kämpfer. Am Boden war Stefan Anschot der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. 315 Duelle gewann der Schweizer, 181 verlor er. Das ergibt ein Plus von 134. In der Defensive gewann kein anderer so viele Zweikämpfe wie Anschot. Einstand. Felix Magath übernahm die Mannschaft auf Rang 17 und führte sie innerhalb von nur 6 Spielen auf Platz 5. Von den ersten 7 Bundesliga-Partien als Trainer verlor Magath keine einzige. Der erfolgreichste Trainereinstand in der Bundesliga-Geschichte des HSV.